Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Roli backt und kocht. Heute, jawohl, wir machen einen leckeren Apfelkuchen und zwar nach Landfrauenart. Landfrauenart, was ist das? Ja, das sind eher so urtümliche Rezepte, wie man es halt früher gemacht hat, wo man noch nicht 78 Millionen verschiedene Zutaten gebraucht hat, um einen einfachen Kuchen zu machen, sondern einfach mit Basics einen super leckeren Kuchen zaubern. Genau das machen wir heute. Probiert es auf jeden Fall mal aus und damit übergebe ich in die Küche. Los geht's. Ja Leute, lecker Kuchen steht auf dem Gramm Apfelkuchen. 125 Gramm Mehl, Zucker und Butter. Also von jedem 125 Gramm, das kann sich jeder merken. Wir haben eine Zitrone, 3 Eier und 2 Äpfel. Ja, und wir fangen an, indem wir einen Rührteig herstellen. Rührteig, Butter in die Schüssel, Zucker in die Schüssel und das berührt man immer miteinander. Wer einen Rührteig machen will, Leute, fangt immer an, Butter und Zucker miteinander schaumig zu verrühren. Dann die 3 Eier rein. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen. Wer noch nicht hat, drückt mal auf Abonnieren und auf Like. Hilft mir ganz ungemein. Haben wir die Eier drin und untergeschlagen, geben wir noch ein Päckchen Vanillezucker dazu. Das ist optional. Es ist keine Pflicht, diesen Vanillezucker dazu zu geben. Dann kommt auch schon das Mehl rein. Und das Mehl wird jetzt einfach nur noch mal kurz untergerührt, bis es sich halt gelöst hat. Man muss das hier keine 10 Minuten schlagen. Soll man auch gar nicht. Mehl eigentlich immer nur kurz unterrühren. Ja, ihr seht schon, oh, das geht hier fix. Ich schnappe mir die Zitrone und reibe da außen die Schale ab. Diese Zitronenzesten bringen noch mal so eine richtig schöne frische Note an unseren Kuchen. Ja, das geben wir hier also noch mit rein. Ihr seht schon, alles schön rauskratzen. Das ist die Schale von einer Zitrone. Ihr könnt auch Zitronenaroma nehmen, wenn ihr keine frische Zitrone da habt. Wenn ihr Zitrone nehmt, nehmt eine Bio-Zitrone. Ja, jetzt schälen wir schon mal die Äpfel. Dazu nehme ich meinen praktischen Apfelschäler. Der tut seit 10 Jahren tollen Dienst. Der kann auch noch spiralförmig einschneiden. Will ich in dem Fall aber nicht. Deswegen habe ich das weggeklappt, das Messerchen. Und nutze es einfach nur zum Schälen. Top-Gerät, kleiner Preis. Ich finde, das habe ich seit 10 Jahren. Wenn man gerade mal mehr Äpfel verarbeiten will, eine ganz, ganz hilfreiche Sache. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox, falls jemand Interesse hat. Den Deckel schneide ich also ab noch von den Äpfeln. Ja, das mag natürlich keiner mitessen. Das soll ja schön ausschauen, auch später im Kuchen. So, schnippeln wir das hier also einfach mal runter, halbieren die Äpfel. Und jetzt entfernen wir noch das Kerngehäuse. Das war hier ziemlich verholzt, muss ich fairerweise zugeben, bei den Äpfeln. Kann passieren. Leute, Apfel, Naturprodukt, ist nicht jeder gleich. Ja? Mir ist es auch egal, wie schön oder toll die ausschauen. Es ist ein Naturprodukt. Das darf auch ein bisschen natürlich ausschauen, meiner Meinung nach. Dann nehme ich mir diese Apfelhälften und schneide die jetzt oben ein. Ja, so alle 5 mm, also einen halben Zentimeter. Nibbel ich das hier mal so ein. Nicht durchschneiden, nur einschneiden. Das sorgt dafür, dass nachher da ein bisschen mehr Rahmen dran kommt an den Apfel, dass der Teig so ein bisschen auch da rein kann. Wunderbar. Haben wir die Äpfel fertig präpariert, dann nehmen wir jetzt noch das Backpulver und eben das jetzt dazu. Warum das Backpulver so spät? Weil Backpulver anfängt zu arbeiten, wenn es mit dem feuchten Teig in Berührung kommt. Und ich möchte nicht, dass das schon arbeitet, während ich noch mit den Äpfeln zugange bin. Deswegen mache ich das hier einfach mal zum Schluss. Ich schnappe mir hier eine Form. Ich habe hier eine schöne neue Kastenform. Die ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich nutze hier ein bisschen Backtrennspray. Ihr könnt auch einfach ein Öl nehmen. Wer eine Form hat und das Problem hat, dass es immer kleben bleibt, haut noch ein paar Semmelbröselchen rein. Mit diesem Backtrennspray in dieser Form habe ich kein Problem. Deswegen spare ich mir das an der Stelle. Überschüssiges Öl einfach wieder ein bisschen rauskratzen. Und dann hauen wir da auch schon unseren Teig rein. Der Teig, der muss relativ schwer vom Löffel abreißen. Also das ist kein Teig, der besonders flüssig ist oder schön fließt. Deswegen kratze ich den hier auch aus der Schüssel raus und gebe ihn eben hier mit so einem Schaber rein. Habe ich es dann drin. Dann streiche ich es mal noch ein bisschen glatt. Ist aber nicht das letzte Mal, dass wir das machen. Und jetzt nehme ich die Äpfel und drücke sie mit der gerundeten Seite nach unten einfach richtig schön in den Teig. Und jetzt kann man nochmal den Teig, der hochquillt durch dieses Reindrücken, oben nochmal ein bisschen verstreichen. Ja, Leute, das war es eigentlich auch schon. Der Zauber endet schon fast. Ich nehme hier einfach mal noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Zimt. Ja, also einfach, das kann man abschätzen. Wenn man Zimt nimmt, mal so ein Teelöffelchen voll oder so. Ein bisschen Zucker und verrührt das Ganze dann hier schön. Da färbt sich auch mal der Zucker schon so herrlich und eine herrliche Note steigt auf. Und der Geruch, der dann noch, den ihr in der Küche habt, wenn ihr das backt, durch dieses Zimt-Zucker-Gemisch, das sich jetzt hier einfach noch oben drüber streut, ein Gedicht, sage ich euch. Also macht es ruhig, man kann es auch weglassen.
Wir backen 160 Grad, 45 Minuten, Umluftherd und dann ist der Kuchen auch schon fertig. Ist ja auch eine relativ kompakte Kastenform, also ist keine Riesenkastenform, nehmt euch da eine mittlere. Ja, und dann holen wir den Kuchen da mal raus und so guckt das Ding dann aus. Ich habe ihn hier noch mit Schokolade überzogen, ich finde, das sieht mal ganz nett aus. Ist mir dieses Mal nicht ganz hundertprozentig gelungen mit der Glasur und so schaut er von innen aus. Ein Traum. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rolli.